Länder und so weiter und halt unsere ganzen Patente klauen, das ist ja auch klar, aber also über Joint-Venture-Systeme, ja, was ja letztendlich auch passiert, aber wir kaufen uns da mit unserem Know-how eben in China-Märkte und so weiter ein, aber das ist normal der Weg, das ist the way how. Ja, morning guys. Dieses Video ist eine Reaktion auf ein sehr gutes Video von Horst Lönning. Wer von euch Horst Lönning noch nicht kennt, ein super Kanal, ein Allgemeinwissen-Kanal. Da geht es auch um Unternehmertum, es geht aber auch um viele, viele andere Dinge. Es ist tatsächlich einer von diesen Unternehmerkanalen, der auch sehr politisch ist. Und das ist doch recht selten, weil die meisten sich nicht trauen, aus dem Fenster sich zu lehnen. Die sagen halt, na gut, ich mache hier meinen Business-Kanal, versuche mir hier eine Followerschaft aufzubauen, etc. pp. Aber Politik kommt bei mir auf meinem Kanal nicht in die Tüte. Ja. Und es war durchaus mal der Fall, dass sein Kanal geschlossen wurde, ja, vor einem Jahr oder sowas in der Richtung. Und also es ist schon ein verdammt großes Risiko, was er teilweise hier auf sich nimmt, weil er doch sehr unabhängig ist und auch genau das gerne sagt, was er auch denkt. Ja. Und damit sind einige Risiken verbunden, offensichtlich, sogar bei uns zulande. Und ja, in diesem Video schauen wir jetzt mal ganz kurz rein. Hier auf Minute 15, 5. Intimes Umfeld schaffen, dass wir mit dem, was wir können, nämlich besser zu sein als andere, dass wir damit punkten können. Wenn wir fürs Klima hüpfen und Abgaben erhöhen, höchsten Strompreis der Welt haben und so, keine eigene Computerindustrie, Computer und Software immer aus dem Ausland brauchen, ja, was soll denn aus uns werden, ne? Dann spielen wir die nationale Karte, danke, alles vorbei. So geht's nicht. Er setzt sich ganz deutlich ab von jeder Extremität, ja, also sei das heißt es links, rechts und so weiter und auch dieses ganze Nationalist, wir müssen also alles quasi uns Protektionismus, unsere Wirtschaft und all diese Dinge halt, dass wir sozusagen vom Binnenmarkt leben könnten. Ja, also da müssen wir halt, dass wir einfach da sehr, sehr vorsichtig sein müssen in Deutschland, weil wir halt vom Export so stark leben. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch aufpassen, dass uns nicht alle möglichen Industriespionage getriebenen Leute uns also andere Länder und so weiter und halt unsere ganzen Patente klauen. Das ist ja auch klar, aber also über Joint-Venture-Systeme, ja, was ja letztendlich auch passiert. Aber wir kaufen uns da mit unserem Know-how eben in China-Märkte und so weiter ein. Aber das ist normal der Weg, das ist the way how it is, ja. Und wir können nicht sagen, naja, wir schotten uns ab und das wird nicht funktionieren. Also unser Binnenmarkt ist ungleich kleiner als der der USA und der chinesische. Also und das, ich denke mal, das steckt auch da dahinter. Natürlich, niemand hat die perfekte Lösung, aber zu sagen, wir bauen uns hier große Zölle auf und all das, ja, das ist ja auch ein Trugschluss, dass sozusagen Donald Trump da jetzt halt mal so ganz böse große Zölle aufgebaut hat. Ja, also die EU gegenüber USA hat schon ungleich höhere Zölle in manchen Bereichen gehabt, schon vorher, ja, vor diesem ganzen, vor der Welle an Zollthemen, ja, in den letzten Monaten und Jahren und so weiter. Also, ja, dann schauen wir mal weiter hier bei Minute 12, ist auch ganz interessant. 60 Tote und da hat man jetzt schon nicht mehr 10 hoch minus 5, sondern nur noch 10 hoch minus 4, nämlich 0,00026 ist das Verhältnis von Toten zu Einwohnerzahl. Also deutlich höher und zwar jetzt kommt rechts die Spalte, der Vergleich mit Deutschland, das 3,2. Mal ein Nun bisschen weiß man, fast forward. warum in Spanien die Leute noch nicht mal mehr auf die Straße gehen dürfen. Ne? Das muss man irgendwie. Ja gut, Werbung machen wir jetzt nicht. Ja, auch wenn er Lust hat, muss von was leben. Auf jeden Fall, dort ist also ganz klar, dass die Länder, ja, also die Statistik hier besagt, dass die Länder, wo man sich eben näher kommt bei der Begrüßung und das alles, ja, Bus halt gibt links und rechts und das alles, ja, wie Spanien, Italien,
England ist ein Spezialfall, weil die eben sehr spät erst reagiert haben. Ja, die haben es einfach nicht ernst genommen. Dann Frankreich, ja, dass die einfach viel mehr Infektionen haben und so weiter, als wie halt diejenigen, die sich halt nicht so berühren. Und von daher haben sozusagen, also das, was wir sozusagen ein bisschen an Zurückhaltung haben in Deutschland, Österreich oder so, in den nördlichen Ländern, wir schütteln uns halt vielleicht gerade mal die Hand oder sowas, also da hatten wir jetzt indirekt einfach einen Vorteil daraus, ja, also sozusagen. Dann, was ich noch ganz interessant finde, ist hier bei Minute 20. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ah, muss ich. Unter der einzelnen Familie, unter den einzelnen engen Freunden, sondern übergreifend zu wildfremden Leuten. Ne? Durch diese geringen Körperkontakte ergeben sich die unterschiedlichen Todeszahlen. Man lässt es in Schweden laufen, man lässt es in den Niederlanden laufen und sie haben die halben Todeszahlen von Italien und Spanien. So einfach ist das. Es ist die natürliche Distanz, die wir hier haben und vielleicht mussten wir auch in den vergangenen Jahrtausenden den größeren Abstand halten, weil wir im Norden weniger Abwehrkräfte haben, weil wir nördlich der Alpen geringeren Vitamin D-Aufbau haben, weil unser Stoffwechsel sich halt vor Millionen Jahren entwickelt hat und wir erst seit zigtausenden an Jahren hier nördlich der Alpen mit einer schwachen Sonne versuchen zu leben. Deshalb ist im Januar, Februar bei uns immer der Grippeeinschlag so dermaßen hoch, weil das Vitamin D bei uns nie, zu knapp ist. Da habe ich jetzt eine indische Studie gefunden, ganz neu, wo die bei den Covid-19-Patienten und den Erkrankungsstärken mal Vitamin D gemessen haben. Und siehe da, es ist höchstgradig signifikant. Wenn Sie Ihr Vitamin D-Level hoch haben, haben Sie eine weitaus bessere Wahrscheinlichkeit, da durchzukommen. Und mit diesem Wissen lässt uns die Politik alleine. Sehr interessant, das Thema Vitamin D, wie wenig das auch da draußen verbreitet ist, ja. Also wie stark noch Vitamin D, wenn du jetzt halt Substitute, also ich habe hier zum Beispiel diese Kapseln hier immer, ach, jetzt habe ich wieder keine da, also doch hier. Also ich halte mal die Kamera hier, das ist jetzt, die kosten 50 Cent, ja. Also 20 Brausetabletten für 20 Tage 50 Cent, ja. Also kannst du mal durch 20 teilen, 50, durch 20. Das kostet dich genau 2,5 Cent, ja. Jeden Tag so eine Brausetablette zu nehmen, dann sagen wir mal, nimmst mal zwei morgens und abends, ja. Hast du 5 Cent am Tag investiert. Das kann sogar, also wirklich, ja, also wirklich jeder. Und dann erhöhst du einfach deinen Vitamin D-Mangel und bist wesentlich resistenter gegenüber Grippe und was weiß ich alles, ja. Und auch Corona und so weiter. Und das wird, warum wird das so wenig, warum kommt es nicht jeden Abend in den Nachrichten, ja? Also da kommt in den Nachrichten, trag die Maske, tu dies, tu das, aber ja, und das hat er eben angesprochen, hochinteressant finde ich. Dann schauen wir noch mal ganz kurz weiter hier auf Minute 30. Das heißt, wenn da offiziell da Leute zum Wählen gehen und dann ihren Chip da in so eine Urne reinschmeißen oder so, dass man die sieht, dass die überhaupt mitgewählt haben. Man sollte nicht erkennen können, wer gewählt hat. Man muss eine Erlaubnis haben, ja, aber nicht, wer das ist. Das heißt, die Wahl selbst muss anonym sein, dass man auch anonym fernbleiben kann. Und dann darf das Ergebnis nicht bekannt gegeben werden, sondern nur ja oder nein. Wenn zwei Drittel Mehrheit erforderlich war, ja, zwei Drittel Mehrheit wurde erreicht oder nicht. Ob die jetzt um 1% verfehlt wurde oder um 40% verfehlt wurde, ist egal, weil schon das Ergebnis beeinflusst den Kopf der Leute. Finde ich super interessant, wie clever er hier formuliert, dass was letztendlich unabhängiges Wählen ist, ja, und unbeeinflusstes Wählen und was nicht, weil hier geht es ja letztendlich auch um eine neue Partei, die heißt Widerstand 2020, die hat jetzt über 100.000 Mitglieder. Einer der Gründe wahrscheinlich ist dafür auch, dass die Mitgliedschaft kostenlos ist, im Gegensatz zu allen anderen Parteien, wo man ja auch noch was zahlen darf dafür, dass man dann sozusagen, ja, schon klar. Und ah, Mann, hey. Und ja, genau, das war es eben hier. Das war hier und dann haben wir noch mal ganz kurz bei, ich glaube, bei 36 noch mal. Initiative ja gemein machen können und deswegen ganz bewusst keiner Partei nahestehen. Ganz, ganz wichtig. So, wo läuft die Politik hin?
im Angesicht von Krisen normalerweise an den starken Mann. Und die Zustimmung an Markus Söder, der ein paar hervorragende Reden gehalten hat, ist gewaltig und er schlägt den zweiten auf der Beliebtheitsskala bei den Schwarzen, nämlich den Friedrich Merz, um den Faktor 2. Ja, und dann eben noch ganz kurz, betont er noch mal kurz, wie populär eigentlich momentan dieser Markus Söder ist, obgleich der doch überhaupt kein Interesse hat, aus Bayern wegzugehen. Ja? Also das ist auch so eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube, der wird niemals nach Berlin gehen, also wegziehen von Bayern. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann der Friedrich Merz, also nur also bei Faktor 2 eben geschlagen hat, ja, obwohl Friedrich Merz ja schon viel länger ja, in der Politik also ganz oben mitspielt. Damals ja auch, ich glaube, so ein bisschen, ja, so mal in Anführungsstrichen verdrängt wurde, schon von vor über 10 Jahren oder so, als er schon mal Kandidat war für als Banken, als Kanzler. Also sozusagen, du bist entweder mit mir oder gegen mich, versus Merkel und so weiter. Wie gesagt, ich bin kein so politischer Mensch, das heißt, auf jeden Fall, ich finde halt einfach nur, dass hier ein paar wirklich interessante Sachen dabei waren. Schaut euch einfach das Video selber komplett an, würde ich einfach vorschlagen, oder abonniert am besten auch seinen Kanal. Und ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, und ich habe jetzt auch das Ganze aus meinen eigenen Dingen heraus gemacht. Ich muss sofort weiter, weil ich bin schon wieder zu spät zum nächsten Termin. Aber das wollte ich einfach mal mitteilen, weil das ist doch sehr interessant, diese neue Partei. Und er sagt halt auch, abschließend möchte ich noch sagen, dass im nächsten, sozusagen in der nächsten Bereinigung unserer Wirtschaftssystem und so weiter, wenn es mal so einen richtigen Crash gibt, dann wird es die ganzen Parteien auch wegwischen, sagt er. Und letztendlich bleiben dann nur noch, wenn dann neue Parteien und neue Systeme dann dadurch entstehen. Also keine der bestehenden Parteien wird fähig sein, die Herausforderungen die auf uns zukommen und so sozial, politisch, systemisch und was weiß ich alles, werden den Herausforderungen da, ja, du weißt schon, was ich meine. Okay, dann soll es gewesen sein, ich muss weiter, gell? Und tschüss, bis zum nächsten Mal.